Willkommen auf Astrophysikolik, mein Name ist Sinan und heute ist es endlich soweit. Es ist nun ganze 2 Monate her, dass ich die 10.000 Abonnenten-Marke geknackt habe. Vielen, vielen Dank dafür, das ist echt krass, wie schnell sich der Kanal hier weiterentwickelt, was mich natürlich motiviert, immer mehr und mehr zu machen. Als ich die 10.000 dann tatsächlich erreicht hatte, hatte ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Zeitpunkt für meine erste Verlosung. Und daher habt ihr jetzt die Möglichkeit, dieses Teleskop im Wert von 350 Euro zu gewinnen. An dieser Stelle auch ein fettes Dankeschön an Bresser, welches mir freundlicherweise das gesamte Set für diesen Anlass zur Verfügung gestellt hat. Das Teil ist jetzt schon entsprechend auch fast ganze 2 Monate in meinem Besitz, aber ich konnte es einfach nicht ausprobieren, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Die letzten Wochen, Monate hatte ich tatsächlich nur ein einziges Mal gute Bedingungen, beziehungsweise gute Wetterbedingungen, was ich dann damals eben ausgenutzt hatte, um den grünen Kometen zu fotografieren. Falls du das noch nicht gesehen hast und dich fragst, wie ich den grünen Kometen fotografiert habe, ich verlinke das Video hier oben, du kannst es dir gerne mal anschauen. Also ihr seht schon, das Ganze ist nicht so ganz planmäßig gelaufen, es ist eine kleine Verzögerung drin. Wir haben mittlerweile schon 15.000 Abonnenten auf dem Kanal erreicht. Vielen Dank dafür und sorry, dass das Ganze sich so lange gezogen hat. In diesem Video möchte ich euch das Set vorstellen, also das Teleskop mit dem gesamten Zubehör, und wir werden heute Abend gemeinsam damit auch den Mond beobachten, wo ich euch zeigen möchte, wie ihr bereits mit einem Smartphone euer erstes Astrofoto erstellen könnt. Die Teilnahmebedingungen bzw. wie ihr an dem Gewinnspiel mitmachen könnt, werde ich im Laufe des Videos beschreiben. Und dadurch, dass ich jetzt nicht die krasseste Reichweite habe bzw. der Kanal ist noch nicht so groß, ist eure Gewinnchance umso höher. Also bleibt definitiv bis zum Ende dran. Los geht's! Schauen wir uns kurz gemeinsam an, was ihr hier gewinnen könnt, also was im Set dabei ist und was man damit überhaupt alles machen kann. Also der Aufbau ist relativ einfach. Ich habe hier, ich würde sagen, knapp 10 Minuten gebraucht, alle Zubehörteile oder Elemente anzubringen. Eine Anleitung ist auch dabei, aber es ist schon relativ selbsterklärend, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Teleskop. Also das ganze Teil heißt First Light MAC 100-1400. MAC steht hierbei für die Bauart, das ist Maksutov. Also es gibt ja verschiedene Bauarten von Teleskopen. Diese hier nennt sich eben Maksutov. Das heißt, im Prinzip ist es eine Kombination aus einem Spiegel- und einem Linsenteleskop. Also man versucht hier die Stärken der verschiedenen Bauarten von Linsen- und Spiegelteleskopen in einer zu vereinen. Die Umsetzung ist dann wiederum eine andere Frage. Die wichtigsten Daten beim Teleskop sind immer die Öffnung hier und die Brennweite. Also bei der Öffnung heißt es prinzipiell, desto größer meine Öffnung ist, desto mehr Photonen kann ich aufsammeln, also mehr Daten in kürzerer Zeit. Hier haben wir 100 mm, was schon relativ gut ist. Das zweite ist die Brennweite. Hier haben wir 1000 mm, also in Kombination mit dem mitgelieferten Okular, haben wir eine effektive 56-fache Vergrößerung, also hier ist das Okular. Man muss hier einfach Brennweite geteilt durch die Brennweite des Okulars nehmen, also in diesem Fall 25 mm. Hier vorne haben wir noch einen sogenannten Zenitspiegel, also das Okular kommt quasi nicht direkt ans Teleskop dran, könnte man so machen, aber in diesem Fall haben wir noch eben diesen 90-Grad-Spiegel da, der uns eben hilft, vor allem wenn wir Objekte beobachten wollen, die relativ hoch am Zenit sind, dann müssen wir uns nicht so verrenken und das ist dann wesentlich bequemer, wesentlich praktischer, würde ich mal sagen. Dazu kommt noch, dass wir diesen Smartphone-Halter hier haben, was richtig cool ist, denn so könnt ihr einfach euer Smartphone dran machen und dann eben Bilder durchs Teleskop schießen bzw. durch das Teleskop auch gegebenenfalls beobachten. Das Ganze werden wir auch gleich ausprobieren. Und dann, wie ich finde, das coolste Zubehör von allen hier, das Rotpunktvisier. Also das habe ich tatsächlich noch nie selbst benutzt, da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird später. In diesem Fall ersetzt das quasi unseren Sucher. So, ich denke, es ist alles Wichtige zum Teleskop gesagt. Ich würde sagen, wir gehen raus und probieren das Ganze mal. Alle Achsen lassen sich wunderbar bewegen, alles ist soweit ausgerichtet. Ja, los geht's. Endlich ist es nun soweit. Jetzt probieren wir das Teil mal aus. Teleskop steht, wir haben es zusammengebaut. Der Mond ist draußen, keine Wolken, also alles perfekt. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten einstellen und dann geht's los. Also, da ist der Mond. Den wollen wir beobachten. So, was müssen wir machen? Ganz einfach. Teleskop aufstellen, grob Richtung Norden ausrichten, diese Achse hier, dass wir quasi nur an einer der beiden Achsen drehen müssen, weil ja der Mond vom Blickfeld so langsam aber sicher quasi rauswandern wird, auch aufgrund der hohen Brennweite, dass wir quasi, dass das Beobachten generell ein bisschen angenehmer ist. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, so einfach ist es. Also wir brauchen natürlich noch hier unser Handy dazu, damit wir irgendwas zum Aufnehmen haben, machen es an die Halterung dran, benutzen das Rotpunktvisier, beziehungsweise
Für den Mond wird das jetzt nicht notwendig sein, da wir den sehr, sehr wahrscheinlich ziemlich easy finden werden, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Bevor ich das Video nun mit den Teilnahmebedingungen beende, ein kurzes Fazit von mir zum Teleskop. Also ihr seht auf jeden Fall, man kann problemlos den Mond damit beobachten. Ich würde sagen, es ist ein optimales Modell, wenn man in die Hobbyastronomie einsteigen will. Ich nenne das Ganze Einsteigermodell, weil es hier nach oben hin noch sehr, sehr viel Potenzial gibt. Also ich sehe vor allem Schwächen bei der Montierung. Es ist ziemlich wackelig, muss man dazu sagen. Also wenn man ein scharfes Bild vom Mond zum Beispiel jetzt machen will, muss man das Handy ausrichten und dann wirklich einen Moment warten, bis es ruhig ist, um dann den Auslöser zu tätigen. Des Weiteren ist die Bildauflösung, also die Schärfe und der Kontrast des Bildes, nicht wirklich die beste, aber es ist auch kein Kinderspielzeug. Aber in Kombination mit dem gesamten Zubehör ist das schon ein richtig cooles Set. Also ihr habt da die Ablage dabei, das Okular, den Winkel und insbesondere das Rotpunktvisier finde ich schon richtig cool. Jetzt kommen wir endlich zu den Teilnahmebedingungen. Also was musst du tun, damit du das Teleskop gewinnen kannst? Ich möchte das Ganze so einfach wie möglich halten, daher folgendes. Punkt 1. Abonniere den Kanal. Punkt 2. Schreibe unter dieses Video einen Kommentar mit dem Hashtag Astrophysikolik. Ganz wichtiger Hinweis hierzu. Ich werde das Ganze später so auswerten, dass ich alle Kommentare in eine Excel-Liste einfügen werde, also mit dem Hashtag Astrophysikolik, und dann per Zufallsgenerator den Gewinner oder die Gewinnerin aussuchen werde. Im Umkehrschluss bedeutet das für dich, desto öfter du kommentierst mit dem Hashtag Astrophysikolik, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgesucht wirst. Also wenn du das Teleskop wirklich gewinnen möchtest, dann schreib am besten so oft Kommentare mit Astrophysikolik, bis YouTube dich wegen Spam verwarnt. Punkt 3. Das ist zwar keine Teilnahmebedingung, aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Die eben genannten und alle weiteren Teilnahmebedingungen plus wann das Gewinnspiel ausgelost wird, beziehungsweise wann der Gewinner, die Gewinnerin ausgelost werden, findest du unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und viel Glück!